Moin zusammen und willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es um dieses wunderbare Document.getElement. Nicht unbedingt bei ID, sondern generell einfach um Elemente in dem DOM-Modell. Ja, was haben wir hier letztes Mal gemacht? Wir haben uns genau ein spezielles Element rausgesucht und haben hier dieses inner-HTML verändert. Wie dieses Verändern funktioniert, das werden wir nächstes Mal oder übernächstes Mal oder sowas machen. Aber heute geht es darum, wie kriegen wir das passende Element. Da gibt es einen Haufen verschiedene Varianten, denn logischerweise hat nicht jedes Element eine eindeutige ID. Manche haben vielleicht einfach nur einen Tag, wie das hier zum Beispiel. Ich habe hier noch ein bisschen was hinzugefügt. Und andere haben vielleicht eine Klasse oder sowas. Und ja, wie wollen wir das also machen? Gut, fangen wir an mit dem Tag hier, also wie das Ganze mit einer ID geht, ist folgendermaßen, das hatten wir ja hier schon, wir holen uns hier einfach dieses getElementById, aber wir müssen nicht direkt irgendwie den inner-HTML-Kram setzen, sondern wir können uns das ganze Ding auch als Variable speichern. Jetzt seht ihr mal, wie nützlich eigentlich Variablen sind. Wir können ganze Elemente von unserem Dokument hier in eine Variable speichern. Das heißt zum Beispiel, diese Headline hier in eine Variable, dann kann ich hier die Überschrift ändern, kann den Style ändern und so weiter und so fort, kann halt mehrere Sachen auf einmal machen. Okay, zum Beispiel var x ist gleich, und jetzt sage ich, ich hätte ganz gerne wieder genau dasselbe wie da oben, also document.getElementById. Achtung, das zweite D ist, das D ist immer noch klein, und hier gebe ich meine ID ein, Headline. So, und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt habe ich in meiner Variablen x dieses Dokument bzw. dieses Element mit der ID Headline gespeichert. Das enthält jetzt genau ein Element, das heißt, ich kann jetzt hier hergehen und sagen x.innerHTML, wie das letzte Mal auch, wie hier oben, kann ich das Ganze zum Beispiel auf dynamisch setzen. Dynamisch. 2, keine Ahnung. Und ja, jetzt habe ich quasi von meinem einen Element erstmal das Ganze auf dynamisch gesetzt und dann auf dynamisch 2. Das ist jetzt relativ unspannend, das kennt ihr ja schon. Aber ihr könnt natürlich hier das Ganze in eine Variable speichern, das ist schon mal was Neues. Wichtig ist es nämlich, wenn wir mehr als ein Element bekommen. Und wann bekommen wir mehr als ein Element? Naja, das Einzige, was wirklich eindeutig ist und sein muss auch, ist die ID. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach meinem Tag gehe, zum Beispiel alle Paragraphen raussuche, dann habe ich ein Problem. Denn in meinen Paragraphen, naja, wenn ich alle Paragraphen raussuche, sind das mehr als 2. Das heißt, wir kriegen hier erstmal diesen langen Paragraphen, dann kriegen wir diesen kurzen Paragraphen, wo einfach nur Paragraph 2 drin steht. Also, das heißt, ich habe hier in meinem x dann später 2 Werte drin stehen. Naja, was kennt ihr, was mehr als einen Wert beinhalten kann? Richtig, Arrays. Und da werden Arrays tatsächlich wichtig. Okay, also das Ganze sieht folgendermaßen aus. Wir sagen hier document.getElements. Achtung, dieses S hier ist wichtig. Elements by tag name. Warum da tag name stehen muss, weiß ich leider nicht. Es heißt nicht nur tag, sondern es heißt tag name. So, und jetzt kann ich hier Klammer aufmachen. Ich mache direkt hinten dran das Semikolon. Und hier in diese Klammer kommt jetzt Folgendes rein. Hier muss einfach nur der Name des Tags rein. Also zum Beispiel sowas wie P oder wie H1 oder sowas. Aber ohne irgendwelche spitzen Klammern. Einfach nur so, wie ihr diesen Tag nennen würdet. Das heißt einfach nur P. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt habe ich in meinem X alle verschiedenen Tags drin, alle verschiedenen Elemente drinstehen. Also wirklich komplette Elemente. Ein Element ist das hier und das andere Element ist das hier. Also alles, was irgendwie einen P hat. Egal, ob hinten dran noch eine ID kommt oder eine Klasse. Einfach alle P, alle Paragraphen, die ich irgendwie in meinem kompletten Dokument hier finde. Die sind jetzt alle hier drin in meiner Variablen x. Große Variable, ja, ich weiß, aber es macht durchaus Sinn. So, wenn ich jetzt die nämlich ausgeben möchte, ich mache das Ganze jetzt mal einfach über window.alert. Ups. Dann schauen wir uns einfach mal an, was in x drin steht. Das wird jetzt ein bisschen komisch aussehen als erstes Mal, aber wir gehen ja noch weiter. So, das wird ausgeführt, wenn ich hier draufklicke. Hier steht jetzt Object HTML Collection. Da seht ihr jetzt wieder, wir haben hier wieder ein Object. Hier wird später auch diese Objektorientierung wieder relevant. Naja gut, eine Object Collection oder eine HTML Object Collection bedeutet einfach, ihr habt mehr als ein Element hier drin stehen. Also in eurer Variablen x, die ihr hier ausgegeben habt. Wenn ihr jetzt genau auf ein Element zugreifen wollt, dann braucht ihr wieder diese Array-Zugriffsklammern und zwar 0. Achtung, wir fangen mit 0 an zu zählen. Oder 1, denn wir wissen ja genau,
dass es hier zwei Elemente drin hat. Also das nullte Element ist das hier und das erste Element ist das hier. Danach gibt es keine mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 2 reinschreiben würde, hätte ich ein Problem. Denn dann müsste es eine 0, eine 1 und eine 2 geben. Wenn ich hier 2 reinschreiben würde, wird das Ganze folgendermaßen aussehen. Undefined. Ja, ist halt scheiße, aber kann man nichts machen. Es gibt halt nur 2 Elemente und wenn wir mit 0 anfangen zu zählen, kommen wir bis maximal 1. Okay, jetzt gehen wir uns einfach mal das nullte Element aus, also das obere in der Liste. Und das ist ein Object HTML Paragraph Element. Hier steht es auch schon drin, Paragraph Element bedeutet, es ist ein Paragraph. Ja, was kann ein Paragraph alles? Naja, ein Paragraph kann vor allem Punkt inner HTML, das ist ja quasi der Sinn von Paragraphen. Punkt inner HTML werden wir jetzt einfach mal hier über den window.alert ausgeben. Ihr könnt dann natürlich auch dieses inner HTML setzen, wie hier oben. Das könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Aber wir werden es jetzt einfach nur ausgeben. Hier sehen wir dann, dass der komplette Paragraph uns ausgespuckt wird. Und es ist der obere Paragraph. Das heißt, die Dinger werden von oben nach unten geladen. Das heißt, wenn ihr hier, keine Ahnung, 100 Elemente drin habt, der erste Paragraph in eurer Liste ist der, der am obersten in eurem HTML-Code steht. Und der danach ist eben der, der am zweitobersten steht und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt hier die 1 reingebe und den inner HTML davon ausgeben lasse, dann steht hier Paragraph 2 und mehr nicht. So, das ist die Variante, wie ihr das Ganze über die Tags kriegen könnt. Jetzt geht das Ganze natürlich auch noch über die Klasse. Da wir aber keine Klasse haben, zeige ich euch nur kurz den Funktionsaufruf. Also ich habe hier in meinem HTML-Code einfach keine Klasse definiert, ist aber auch nicht so wichtig. Funktioniert genau gleich wie dieses Tag, nur dass ihr hier eben eine Klasse angeben müsst. GetElementsByClassName. So, und hier kommt dann eben der Klassenname rein, zum Beispiel meine Klasse. Achtung, wieder kein Punkt oder Hashtag oder sonst irgendwas. Einfach nur den Namen eurer Klasse reinschreiben und das war's dann schon. Okay, so, jetzt sind wir noch nicht fertig. Und zwar können wir jetzt nämlich noch hier viel, viel mehr machen. Wir können jetzt nämlich hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte ganz gerne wieder mal über meine ID gehen. Und ja, ich trage das hier einfach mal so ein. Über die ID und jetzt werden wir eine andere ID nehmen, nämlich wir werden hier div1 benutzen. Wir sagen, wir wollen alle Elemente in unserer div1 drin. Das ist jetzt ziemlich spannend, denn wir bekommen ein div zurück. Und ein div hat selber eigentlich nicht wirklich was zu melden, aber es enthält mehrere Elemente. Das heißt, in meinem div ist jetzt sowohl ein h1 als auch zwei Paragraphen drin. Also eine Headline und zwei Paragraphen. Und jetzt kann ich natürlich hier sagen, okay, ich weiß, dass das hier ein div ist. Ein div hat keinen Punkt inner HTML oder sowas. Aber ein div enthält mehrere Elemente. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich kann auf meiner Variablen x jetzt wie in meinem Dokument nochmal suchen. Das heißt, sagen wir mal, ich habe alles, wir machen das jetzt anders. Wir sagen, wir haben hier einen Paragraphen, aber der ist außerhalb von unserem div. Und wir haben einen Paragraphen, der ist innerhalb von unserer div. Okay. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte ganz gerne nur die Paragraphen, die in dieser Div drin sind, also in diesem Container drin sind. Und die, die außerhalb sind, die ignoriere ich jetzt. Dann ziehe ich mir zuerst meine Div, also das heißt, ich hole sie mir über die ID zum Beispiel und speichere sie mir in meiner Variablen x. So, und jetzt sage ich, okay, ich schreibe mir jetzt noch in eine Variable y, die Paragraphen rein, die in meiner Div drin stehen, aber nur die. Das heißt, ich sage jetzt hier nicht Document, sondern ich sage x. Und jetzt hier drauf führe ich dann get elements. Ah, oh, schau mal an. Jetzt geht's. Get elements by tag name. Und hier drin gebe ich dann zum Beispiel wieder meinen Paragraphen an. So, und jetzt habe ich hier wieder get elements by tag name liefert mir alle Paragraphen, aber nur in x drin, das heißt nur in meinem div. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich hätte ganz gerne mein y, aber Achtung, das ist immer noch ein Array. Dieses elements by tag name liefert euch immer Arrays, egal wie viele Elemente ihr habt. Wenn ihr nur ein Element habt, ist es trotzdem ein Array. Das Array hat dann halt nur die Länge 1. Das heißt, wir müssen hier trotzdem diese Array-Klammern mitnehmen. Achtung, das ist sehr, sehr wichtig, ansonsten bekommt ihr hier, glaube ich, ein undefined oder sowas raus, das wäre nicht so geil. Das heißt, y von 0, weil wir das erste Element in unserem Array drin haben wollen, liefert mir den ersten Paragraphen in unserer Div drin. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Das sollte uns jetzt den, ich habe glaube ich inner HTML hingeschrieben, ja habe ich. Also das liefert uns jetzt den Inhalt des ersten Paragraphen in unserer Div. Naja, die Div
ist hier das, was hier so schön umrandet ist. Der Paragraph 2 steht, wie ihr seht, außerhalb und nicht mehr innerhalb. Und der erste Paragraph in unserer Div ist das hier. Okay, und da sehen wir schon, wenn wir draufklicken, wird uns der komplette Text, der hier auch steht, komplett ausgegeben. Wenn ich jetzt hier aber auf mein erstes Element, also das danach, im Prinzip auf mein zweites Element in der Div zugreife, dann passiert was Komisches, und zwar kommt einfach gar nichts, weil es eben dieses Element nicht mehr gibt. Das wirft mir einen Fehler und JavaScript bricht einfach ab. Ja. Warum bricht das ganze Ding einfach ab und wirft mir nicht wie vorhin einen Undefined raus? Naja, ich habe halt hier .innerHTML hingeschrieben. Wenn ich innerHTML auf Undefined ausführen möchte, im Prinzip habe ich kein Element, auf dem ich innerHTML ausführen könnte. Und deswegen sagt JavaScript einfach, nee, ich sterbe jetzt lieber und geht einfach mal sterben. Ja. Wenn ich jetzt hier einfach so ausgeben würde, dann würde ich hier wieder ein Undefined bekommen. Können wir gerade kurz gucken und dann steht hier Undefined und ja, das ist halt einfach so. Das geht halt leider nicht anders. Okay, genau, so funktionieren im Prinzip die ganzen Varianten, wie ihr eure Elemente raussuchen könnt. Noch ein paar Spezialaufrufe möchte ich euch zeigen. Und zwar, es gibt ein paar coole Sachen und zwar Document. .body liefert euch den Body, wer hätte es gedacht. Das heißt, ihr habt einfach so Zugriff auf hier den kompletten Body. Das gibt es tatsächlich nicht über getElementByTagName oder sowas, sondern das ist tatsächlich einfach so fest drin, weil es eben nur einen Body geben kann, haben sie gedacht, okay, machen wir mal so. Und so Sachen wie .anchors liefert euch, ah, das wird mir sogar vorgeschlagen, cool. .anchors liefert euch alle A's, also alle Sachen mit Tag A, komplett in eurem kompletten Dokument drin. Das ist mal ganz praktisch, wenn ihr durch alle Links durchloopen wollt oder sowas. Also, wie gesagt, hier, wenn ihr ein Array bekommt, dann ist es immer sehr sinnvoll, wenn man das Ganze mit einer While-Schleife kombiniert und oder mit einer For-Schleife, je nachdem, was euch lieber ist. Ja, und das funktioniert auch bei Anchors ziemlich gut. Genau, wir haben auch noch die Möglichkeit, hier .document Element zu kriegen. Document Element liefert mir den kompletten HTML, also quasi diesen Tag hier, wobei ich nicht genau weiß, warum man den brauchen sollte. So Sachen wie .forms liefern mir alle Formulare, die es in meinem HTML gibt. .head liefert mir einfach mein Head. Darüber kann ich dann zum Beispiel den Title ändern, aber ich kann auch ganz einfach sagen, Title, das liefert mir meinen Titel. Ja, die ganzen Dinge braucht ihr eigentlich nicht unbedingt, aber es macht euch euer Leben ein bisschen leichter, wenn ihr direkt auf die Dinger zugreift. Das ist ziemlich schnell und glaube ich auch effizienter fürs Ausführen. Images liefert euch alle Bilder, die es gibt und so weiter und so fort. Aber im Prinzip könnt ihr alles machen mit dem, was ich euch davor gezeigt habe. Nur Body solltet ihr vielleicht im Hinterkopf behalten, wobei ich glaube, den kann man auch über den Tagname kriegen. Ist nur ein bisschen umständlicher. Okay. Das war's für das Bekommen von Elementen. Nächstes Mal werden wir diese Elemente modifizieren. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!